Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Wait. I don't know if I should go through with this. Make the trade deal with the Anamenfath. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt in Zwillingsulm in Hertlied angekommen und müssen jetzt mit dem Anamenfath reden, der hier residiert, damit wir in den Rest von Zwillingsulm kommen. Aber Palygina ist uns ein bisschen zuvorgekommen und fragt: Palygina streckt ihre Arme aus, bevor du die Halle betreten kannst. Warte, ich weiß nicht, ob ich das Durchziehen und das Handelskommen mit der Amamenfath aushandeln soll. If a Valian deal with the Glanfathans weakens the Deerwood, it could mean war for the Republics in the future. Sollte ein valianisches Abkommen mit den Glanfathanern den Dürrwald schwächen, könnte das den Republiken in der Zukunft einen Krieg einbringen. Bietet sich dir noch eine andere Möglichkeit? Du hattest genug Zeit, mit deiner innerlichen Zerrissenheit umzugehen. Ich muss mit der Amamenfath sprechen und ich werde nicht auf dein Gewissen warten, verstanden? Fragen wir das I Erste. could put the idea in the Anamenfath's head that the Republics are not interested in exclusive trade, but limited trade of goods that they do not already trade with the Deerwoodens. Ich könnte der Amamenfath die Idee in den Kopf setzen, dass die Republiken kein Interesse an Exklusivrechten haben, sondern vielmehr an eingeschränkten Handel von Gütern, die sie nicht schon mit dem Dürrwald handeln. Das wäre nur gerecht. Die Dürrwälder sind der Gnade der Republik ausgeliefert und das wissen sie nicht einmal. Deine heutigen Taten könnten zukünftiges Leid vermeiden. Folge deinem Herzen, Palygina. Du allein weißt, was zu tun ist. Wenn du das tust, werden uns die Dux wohl kaum vergeben. Überleg dir genau, was du tust, Palygina. Die Konsequenzen für dich und diese Länder könnten schwerwiegend sein. Das ist eine furchtbare Idee und die Dux werden dich sicherlich aus der Bruderschaft werfen, wenn du sie in die Tat umsetzt. Halt inne und denke eine Minute darüber nach. Folge deinem Herzen, Palygina. Sie nickt resolut. So, da ist die Anamenfath. Another Estremor. What do you want? Eine Orlanerin mittleren Alters steht im hinteren Teil des Langhauses, einen verärgerten Ausdruck auf ihrem schmalen Gesichtszügen. Als du dich näherst, macht sie einen entschlossenen Schritt auf dich zu. Doch ein Estramor, was willst du? Sagadin beugt sich vor. Vorsicht, diese Frau ist jung für eine Älteste und ich vermute, sie will sich beweisen. Ich suche einen anderen Fremden, der die Stadt durchquert hat. Few Estremoren are given the freedom of our sacred city. That you ask for this person is suspicious. There are reasons we don't let you Estremoren roam our sacred city. Reasons I am coming to understand. Ihr rundes Gesicht trägt einen finsteren Ausdruck. Nur wenige Estramon erhalten die Erlaubnis, sich frei in unsere heiligen Stadt zu bewegen. Dass du nach dieser Person fragst, ist verdächtig. Es hat einen Grund, warum wir euch Estramon nicht erlauben, durch unsere heilige Stadt zu spazieren. Ein Grund, den ich langsam verstehe. Ist in letzter Zeit irgendwas passiert? Was diese Gründe auch sein mögen, sie haben nichts mit mir zu tun. Du musst mich durchlassen. Ich habe anderswo in Zwillingsräumen wichtige Dinge zu erledigen. Vielleicht können wir zu einer Übereinkunft kommen. Ich will keinen Ärger machen. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Vielleicht kann ich helfen. Fragen wir mal, was passiert ist. Mehr als mir lieb ist. Looters have grown bolder at the sights of the builders. The people of Defiance Bay set fire to their own city. And every week, the three Tusk Stelgar bring news of more desperate settlers pushing at our borders, trying to escape their plague of Anol Fain children. Die Plünderer an den Städten der Erbauer sind dreister geworden. Die Bewohner von Trutzbucht haben ihre eigene Stadt in Brand gesteckt. Und jede Woche bringen die drei Stoßzwerg-Stelgi neue Kunde von verzweifelten Siedlern, die vor unseren Grenzen stehen, auf der Flucht vor ihrer Plage der Onnolfenkinder. Plötzlich spürst du, dass jemand anderes anwesend ist. Die Amamenfath starrt dich weiter an. Doch etwas ist aus ihrer Haut getreten. Es greift nach dir. Permitting more strangers the freedom of the city is out of the question right now. Go and be thankful that Anamphoth Shemok doesn't sit in the passage of the six today. He would not be so kind as I. Es ist im Augenblick unmöglich, noch weiteren Fremden freien Zugang zur Stadt zu gewähren. Geh und sei dankbar, dass Anamenfath Simok heute nicht in der Passage der Sechs sitzt. Er wäre nicht so gütig wie ich.
Eine Vision eines Orleaners erscheint neben Bedel. Er hat dasselbe grünbraune Fell und dieselben haselnussbraunen Augen wie sie. Hilf mir, sie zur Vernunft zu bringen. Er deutet hinter dich. Als du dich umsiehst, siehst du die gespenstische Gestalten von 5 anderen an einem Pfad. Ein weiterer Orleaner mit gelbbraunem Fell und einem narbigen Gesicht. Ein skeptisch dreinblickender Zwerg. Ein schwarzfähigen Orleaner und 2 Elfen. Wer ist dieser andere Orleaner? Er sieht genau wie du aus. Du bist über irgendetwas wütend. Ich höre es in deiner Stimme. Über was? Sind die Verbrechen, die ich aufgeführt habe, nicht genug? Ärger? Nicht genug? Ärger braut sich zusammen, doch nicht, weil ich es so wollte. Der Spektral-Orleaner entfernt sich einen weiteren Schritt von dir und setzt seinen Fuß mit einem langsamen, schweren Bewegung zu Boden. Zwischen ihnen dehnen sich Essenzsträhnen und er zieht eine Grimasse und lehnt sich nach vorne, als würde er gegen einen Sturm ankämpfen. Die wütende Annahme im Fahrzug zusammen. Krieg. Die Stimme des Spektralorakels Orlanos klingt echt krächzend. Sie ziehen in den Krieg. Erinnere sie an Fervils Warnung. Sagt ihr Fervils Warnung irgendwas? Fervils Seelenbild schnappt nach Luft. Straffe Seelenstränge ziehen an ihm und holen ihn in die Anamenfahrt zurück. Er blickt wieder zu dir auf. Ich versuchte es ihnen zu sagen. Die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramorn berührt. You'd better explain yourself. Die beiden Stammesbrüder schauen mit den Händen an ihren Schwertern von der Anamenfahrt zu dir. Ihre Schlusspupillen verengen sich. Du hast hoffentlich eine gute Erklärung dafür. Die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramorn berührt. Dieser andere Orlaner, weißt du, wer er ist? Es gibt noch andere Seelen an diesem Ort und in dir. Du musst auf sie hören. Nehmen wir mal die 1. There's no way you could have known this saying. Not unless you are a Galuth on Anams. A watcher of souls. Als der letzte Rest von Fervils Seele wieder in ihr verschwindet, schnappt sie nach Luft. Die Stammesbrüder gaffen dich an. Es ist unmöglich, dass du dieses Sprichwort kennst. Es sei denn, sie gehen weiteren Schritt auf dich zu. Du bist ein Gils Anams, ein Wächter der Seelen. Ja, ich bin ein Wächter. Feral versucht, die anderen Stämme vor etwas zu warnen. Um was ging es? Feralt's warning came before the Broken Stone War. Feralt, my ancestor on my mother's side, was Anamphoth of our tribe then. When the Estramoric farmers defiled the Builders' Monuments, Feralt urged the other Anamphotha to patience. But louder, angrier voices prevailed. Fervils Warnung kam vor dem Krieg des zerbrochenen Steins. Fervil, mein Vorfahre mütterlicherseits, war damals an einem Pfad unseres Stammes. Als die Estramor-Bauern die Monumente der Erbauer schädeten, drängte Fervil die anderen an einem Pfad zur Geduld. Sie faltet ihre Klauen versehenen Hände vor sich und schaut auf sie hinab. Letztendlich setzten sich aber lautere, wütendere Stimmen durch. Feralt believed that the invaders could be taught to respect the builders as we do. He also believed the builders' souls had spread to all peoples, and that we should avoid needless conflict with others. More practically, he worried that a violent response would only spur further bloodshed across the generations, and you can see where we are today. Fervil glaubte, dass man den Invasor beibringen könnte, die Erbauer so zu respektieren, wie wir es tun. Außerdem war er der Ansicht, dass sich die Seelen der Erbauer auf alle Leute verteilt hatten und dass wir unnötige Konflikte mit anderen vermeiden sollten. Eigentlich machte er sich hauptsächlich darüber Sorgen, dass eine gewaltsame Reaktion nur für ein generationenüberspanntes Blutbad sorgen würde. Sie spreizte ihre Hände und du kannst ja sehen, wo wir heute stehen. Was meinst du damit? Nach 2 Kriegen mit dem Dürrwald ist eine Warnung so relevant wie nie. Zumindest müsst ihr euch nicht mit den Hohlgeboten rumschlagen. Vielleicht geht es euch besser, als ihr dachtet.
Vielleicht ist das Problem, dass ihr nicht hart genug wart. Was meinst du While damit? Geralt's words were shrewd, they were ignored back then. Simply remembering his warning now will not undo the wars and the changes that the years have seen. There is blood on these stones, and that is all anyone remembers now. Sie verziert ihren Mund zu einem schmalen Strich. Ferrells Worte waren zwar klug, doch sie wurden damals nicht gehört. Sich jetzt an seine Warnung zu erinnern, wird die Kriege nicht ungeschehen machen. Und die Veränderung der vielen Jahre. Auf diesen Stein haftet Blut, das ist alles, woran man sich erinnert. In deinem Verstand kannst du kurz ein Bild eines polierten Adra-Würfels sehen. Die Seiten sind beschriftet, aber das Bild ist zu schwach, um die Worte lesen zu können. Die Mama mit dem Pfad findet sich von dir ab und schaut an einer spitzen Klaue kauend zu Boden. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, dennoch sind deine heutigen Entscheidungen von Bedeutung. Also gib ihnen etwas, an das sie sich erinnern können. Klingt danach, als hättest du deine eigenen Probleme. Nehmen wir mal die zwei. Sie schaut dir traurig an. Ich fürchte, das habe ich schon. Another Estremor came through here a few days ago and, well, letting him through was a mistake. One I am eager not to repeat. The Guided Compass Tribe has a reputation for being too soft with Estremoran. One that will not be improved by my failure to stop this man, who has desecrated our most sacred sites. Vor ein paar Tagen kam hier ein anderer Estrabot durch und nun, ihn durchzulassen war ein Fehler, und zwar einer, den ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Sie schaut dich direkt an. Der Kompass der Führungsstamm hat den Ruf, mit Estrabot zu sanft umzugehen. Durch mein Versagen, diesen Mann aufzuhalten, der unsere heiligen Stätten entweiht hat, wird dieser Ruf nicht gerade verbessert. Das klingt nach dem Mann, den ich hier aufhalten wollte. I won't repeat a mistake in my haste to correct it. We bar twin elms from Estremoran to protect the ancient places that the builders left behind. The builders left this heritage to us to defend, but they alone had access to it. On this much, at least the six tribes agree. Das Misstrauen schleicht ihr zurück in die Augen. Ich werde meinen Fehler nicht wiederholen, nur weil ich ihn dringend beheben möchte. Wir halten Estramon aus Zwingung so entfernt, um die uralten Städten zu schützen, die uns der Bau hinterlassen haben. Die Erbauer haben uns die Verteilung dieses Erbes überlassen, aber sie allein hatten Zugang dazu. Sie seufzt. Zumindest darüber sind sich die sechs Stämme einig. In deinem Verstand siehst du abermals den polierten Adra. Eckpfeiler. Dieses Mal ist das Bild klarer. Auf jede der Seiten des Pfeilers ist ein Satz, den du auswendig kannst. Du spürst, wie deine Lippen die Worte bilden. Ein Geschenk der Erbauer der Zivilisation an die Hüter ihres Vermächtnisses. Mögen die Hüter die Tür bewachen, während die Erbauer den Schlüssel behalten. These were the words given to the keepers of the stone. Beryl starrt zu dir zurück und in ihrem offenen Mund kannst du ihre winzigen spitzen Zähne sehen. Das waren die Worte, die den Hütern des Steins gesagt wurden. Ich weiß, was meinen Sie damit? Sie mustert sich sorgfältig. Sie meinen, dass Ferrells Worte vielleicht wahr waren. Very well. The city is yours to explore. Tell the guard at the gate that you come to see the cornerstone with the blessing of the guided compass. If the gods have truly returned one of the builders to us, find the Delimgon of Ter Evron in Elm's Reach. If the gods have sent you here with a purpose, the Delimgon will know. Sie streicht sich nachdenklich mit den Händen über die Ohren. Gut, du darfst die Stadt erkunden. Sag der Wache am Tor, dass du mit dem Segen des Kompasses der Führung kommst, um den Eckpfeiler zu sehen. Wenn die Götter wirklich einen der Bauer zu uns haben zurückkehren lassen, finde die Delimgon von Ter Evron in Ulmkap. Wenn die Götter dich mit einer Bestimmung geschickt haben, werden die Delimgard es wissen. In der Zwischenzeit werde ich hier sein, um dich zu unterstützen. Was sind die sechs Stämme? Die Glafantanische Gesellschaft ist in Stämme unterteilt, die sich weiter in Clans verzweigen. Jedem Stamm verbindet eine besondere Geschichte oder eine besondere Lebensart. Und Clans sind Gemeinschaften von Familien, die zusammenleben.
In Wirklichkeit gibt es mehr als 6 Stämme, aber die 6 größten haben die anderen schon immer angeführt. Jeder der 6 Stämme hat hier in der Passage der 6, in der wir Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse besprechen, einen Sitz. Du hast beispielsweise die Debatte gesehen, die sich vor dem Krieg des zerbrochenen Steins zugetragen hat. Sie wirft dir einen zögerlichen Blick zu. Die 6 Stämme sind die Hüter des Steins, die Fischerkraniche, die 3 Stoßzahnstegier, die Steindornen, die zweimal gespaltenen Pfeile und der Stamm des Kompasses der Führung.